Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Ja, der Drakon meldet sich zurück. Er ist in seinem kleinen Häuschen hier. Und heute werden wir weitergehen. Ich will kurz einmal ins Inventar. Es hieß ja, man soll ein bisschen experimentieren und Sachen kombinieren und so. Und, wie man sieht, wir haben doch schon einiges hier im Inventar. Wasser und was weiß ich nicht alles. Und ich wollte mal schauen, was... Okay. Eine Nuss, also eine kleine Nuss, mit der man den Hunger ein wenig lindern kann, verzehrt sie, um ein geringes Maß an Gesundheit wiederherzustellen. Ah ja, und eine große Nuss? Aha, eine große Nuss, die als behelfsmäßige Mahlzeit dienen kann, verzehrt sie, um ein geringes Maß an Gesundheit wiederherzustellen. Muss ich hier essen, quasi, oder nicht? Das würde ich jetzt gerne wissen wollen. So, Mithridatium. Mithridatium. Ein Kraut, das in ganz Grenzes wächst. Nehmt es ein, um Gift aus eurem Körper zu vertreiben. So, hier haben wir Bestienrippchen. Essbares Fleisch einer wilden Kreatur. Verzehrt es, um ein geringes Maß an Ausdauer wiederherzustellen. Ach so, Ausdauer. Gesundheit. Geringes Maß an Gesundheit. Beerenfrucht. Geringes Maß an Gesundheit. Getrocknete Kräuter. Geringes Maß an Gesundheit. Gesundheit. Okay, Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Wir können uns also gesund essen. Gut zu wissen. Wir können aber nichts braten oder so, ne? Im Moment nicht. Ich wüsste zumindest nicht wie. Halt. Komm schon. Zack. Na, was haben wir da? Hartknollensaft. Ich will einmal kurz ausprobieren, ob man hier auch kombinieren kann jetzt bereits. Nehmen wir mal an, ich kombiniere jetzt eine kleine Nuss. Kombinieren. Mit Hartknollensaft? Nein. Okay, also man kann sie nur mit bestimmten Dingen kombinieren. Was macht denn der Saft? So, ausgepressten Hartknollen gewonnen wird Gesundheit und Ausdauer. Und wenn ich jetzt das kombinieren wollen würde, mit... Ja, erstellt etwas Unbekanntes. Also, das Kombinieren ist noch nicht so ganz meins, wie man sieht. Eine schöne leichte Brise. Kommt vom Meer. Hallo, Leute. Oh, it's you. Ja, ich bin es. Und weiter? The one what stood against the dragon when he set on the village. Ja, ich habe gegen den Drachen gekämpft. I hear fearsome tell of your wounds. Is there aught I can do for you? Kannst du mir was geben? Irgendwas, was ich gebrauchen kann? Ich weiß nicht, was du sonst für mich tun könntest. This is awful. Worse than I feared. Fredro. Hallo, Fredro. Okay, Fredro geht's nicht gut. I simply cannot fathom why the dragon would harass a people such as us. Ja, irgendwas müssen wir haben, ne? Dass der Drache zu uns kommt. Leere Flasche. Offen. Ne? So, hast du was zu sagen? Have you seen Cortez, Cousin? Cortez? Nö, hab ich nicht gesehen. I've not seen my brother since the dragon came. He's not among the injured either. Ja, vielleicht ist er unter den Aufgefressenen. Schlechter Scherz. Okay, kann ich von dir noch irgendwelche Infos haben? It was Kena's prayers what saved you from death. I'm sure of it. Ja, die Gebete haben mich gerettet. It's a rare day one sees a prayer answered so surely, eh? Na gut, es gibt hier richtig viel zum Erkunden, glaube ich. Schaut euch das mal an. Hallo Sonne. Schöner Effekt. Da ist der Strand. Aber hier war eine Person, die was wirklich zu sagen hatte.
Also, wenn es jetzt nicht wirklich actionreich gerade ist, ne? Das müsst ihr halt ein bisschen verstehen. Ich möchte gerne alles erkunden und nicht irgendwie sagen, so, jetzt geht's von einer Action-Szene in die nächste. Ich möchte ja auch die ganzen Quests machen und so. Und dazu gehört halt auch das Erkunden, ne? Dann müssen wir da auch ein bisschen mit den Leuten reden. Na, was haben wir gefunden? Kleine Nuss. Mensch. Kleine Nuss gleich Gesundheit. So, was hast du zu sagen? I'd craft dressings Hallo, for the Benita. Wounded, had I the makings. If only I'd known. Okay, was brauchst du? Because I need a favor. Can you fetch the flowers I need from outside the village? Blumen, I need more of the one you see there. And one other sort besides. Achso, einige von denen da und noch eine andere Sorte. Kannst du... The more you welche sollen das sein? Better. Sagst du mir auch einen Namen oder so? Aufgaben könnt ihr abhängig von eurem Fortschritt durch das Spiel ändern. Außerdem könnt ihr euch im Auftragsbuch über eure... Personen mit einem roten Symbol verfügen über Informationen, die für eure derzeit vorrangigen Auftrag von Bedeutung sind. Ah, ja. So, dann gehen wir mal kurz... Ah, nein, da nicht. So, Aufträge. Zack. Blumenlieferung. Für die Breiumschläge benötigt Benita Sonnenglanz und Mondenglühen. Sammelt zuerst Sonnenglanz und bringt es ihr. Also fünfmal Sonnenglanz. Erfüllte Aufträge. Jetzt kann ich hier wahrscheinlich eine Priorität festlegen. Und alle roten sind haben Prio. Ne? Okay. So, du hast noch weitere Infos, wie ich sehe. Dann erzähl doch mal. The wounded need medicine, cousin. Pray bring the flowers for the compound quick as you can. Ja, okay. The mixture calls for two types of flowers. Speak to the others for more word on that. I ask you this favor because I trust you, good Fisher. I know you'll not leave these people to suffer. Ja, ich werde tun, was ich kann. Die Leute sollen nicht leiden, das stimmt. Ich werde tun, was ich kann. Hier sind bestimmt Blumen drin. Da muss ich nach... Na, okay. Keine Blumen. Hab mich geirrt. Ist ein bisschen schwierig, weil er immer diesen Ausfallschritt macht, ne? Nur nach Blumen geguckt. Ah. Infos für unsere Quest. Erwerbt Ausrüstungsgegenstände und nützliche Dinge in Läden oder bei fremden Händlern, oder fahrenden Händlern, die ihr auf euren Reisen trefft. Danke für die Info. So, du, wie hast du ingredients, hey? Ihr sammelt Zutaten, nicht wahr? Ja, you so ganz schlauer. Those flowers growing at the roots of bigger trees. Not that I'm fain to brave the roads these days. Okay, also er möchte nicht rausgehen. Er wackelt hier ein bisschen, ne? Also am Fuße größerer Bäume. Just see you're not injured yourself, good Fisher. Okay, ich passe schon auf mich auf, keine Angst. Am Fuße großer Bäume. Und ich soll draußen gucken. Wahrscheinlich draußen heißt außerhalb der Stadt, außerhalb des Stadttors. Nein, da will ich nicht hin. Ich will nicht raus. Da? Wer kommt denn da? Wer bist du, mein lockiger Rotschopf? That man you are speaking with, he's of the Pawn Legion. Vasallenlegion? Hallo Adaro übrigens. They come from some unknown place. Just appear without a warning. They are a strange lot. Ja, stimmt. Ein seltsames Völkchen. Komm einfach so. Quite. They look the part, sure enough, but they lack the will, the spark, what drives us. They have no capacity to feel nor act alone, so they live as cell sorts. Myrmidons, they're called. Waffenknechte, aha.
There's an encampment west of the village, where men gather to face the dragon. Die Myrmidons, waren das nicht auch die Truppe, die Achilles angeführt hat? Also westlich des Dorfes befindet sich ein Lager. I'd wager a fair number of his kind will be there as well. Okay. Why don't you take him? Was soll ihn dahin bringen? Learn aught of why he came to you in the first place. Before leaving, visit the store to make sure you've ample supplies. Okay, also ich soll noch nicht rausgehen. Ich soll erstmal den Laden besuchen. Guter Tipp. Und was ist mit dir hier, Rook? Hey, Rook. Purchasing equipment here in Cassidus will make for a safer trip to the encampment. Okay. Also der sagt mir, ich soll auf jeden Fall hier einkaufen. Was haben wir denn hier auf diesem Karren? Eine Stadtwache. Kann ich hier trotzdem... Ich wollte nicht den ganzen Karren zerstören. Sorry. Why do you suppose the well is sealed? Warum die kaputt ist? Weiß ich nicht. Warum ist sie denn kaputt? What? Do you need something? Ich weiß nicht. Hast du was? Eine Scheune. Na, liegt da was? Nein. Da liegt nichts. Drückt Ö, um zu rennen. Außerhalb von Städten wird durch Rennen Ausdauer verbraucht. Okay. Ich möchte aber eigentlich da oben rauf. Irgendwas hat Rook da, glaube ich, gerade gammelige... Irgendwas sammelt der gerade. Ich weiß aber nicht, was und wo. Rook, wo bist du? Rook? Boing, da ist er. Schauen wir uns ein bisschen weiter in der Stadt um. Hübscher Baum. Sonnenglanz kann man ausschließlich am Tag finden. Ach ja, es gibt hier scheinbar Tag und Nacht, ne? Es wird dunkler. It seems the dragon left many injured in its wake. Ja. Das stimmt. Hast du wohl recht, ne? Na, was haben wir gefunden? Hartknollensaft. Nimm. So, was haben wir hier? Fisch, Fisch. Fischlein, Fischlein. Schwupps, kleiner Fisch. Rennen können wir auch. Schade. Halt, 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 halt. Na, ob das klappt. Weg ist der. Mist. Ich frage mich gerade, wie viele Pfeile ich habe. Oh, was war das? Seid vorsichtig in der Nähe von Gewässern. Wagt ihr euch zu tief hinein? Können euch die Laken gefährlich werden? Die Laken? Was für Laken? Bettlaken? Können euch die Bettlaken gefährlich werden im Wasser? Ihr kriegt nasse Schuhe.
I'll take that. Was denn? Was hast du genommen? Vasallen sammeln und benutzen Gegenstände nach eigenem Gutdünken. Was? Was? Eigenem Gutdünken? Heil. Sei gegrüßt, ja. Sei auch gegrüßt. Do you suppose this... There's talk of monsters emerging from the shallows all along the shore. Ungeheuer? Was für Ungeheuer, bitte? Nasty things, too. The brine, they call them. Die Lagen. They say they're many, and yet one, whatever that means. Sie sind viele und seems einer. This brine can't be bested, what's more. Not to do, but avoid the water's edge. Okay. Interessant, also in vielen Spielen ist ja irgendwann einfach so eine Wand beim Wasser, ne? So nach dem Motto, da kommst du nicht mehr weiter. Und dann kann man nicht mehr weiterlaufen. Hier ist das wohl so gemacht. Ja, zumindest geben sie eine Begründung, weshalb man nicht allzu weit ins Wasser laufen kann und dann sonst stirbt, ne? Das sind die Laken, die einen dann töten. Luftdichte Flasche. Ich weiß nicht, war das bei Risen? Da war das auch ganz witzig. Wenn man zu tief hineingeht... Na, hol dir den Fisch. Wenn man zu tief hineingeht, kommt ein Monster und frisst einen und spuckt einen wieder aus. Irgendwie so. So. Große Nuss. Aha, der hat eine Laterne, wie schön. Fischlein, Fischlein. Und nix. So, was haben wir hier? Sternenfallwucht. Und hier haben wir... Was ist das? Mondglühen. Das muss ich doch auch sammeln. Sollen wir sie pflücken? Ja klar sollen wir sie pflücken. Ich brauche auch Mondlicht. Ja, komm schon. Und öffnen. Wolkenwein. Wolkenwein. Und Weiber, so muss es sein. Wolken, Wein und Weiber sein. Hartknollensaft. Seems a fine spot to harvest materials. Was? I'll take that. Was für Material? Irgendwas hat er gesagt mit, hier kann man Material abbauen. Was meint er damit? Hier wieder ein bisschen Fische. Plopp. Was meint er jetzt mit Material abbauen? Leere Flasche. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ich glaube, leere Flaschen sollte man tatsächlich immer sammeln. Ich habe so das Gefühl, dass man daraus dann später Tränke macht. Hier haben wir auch noch was. Ziegel. Ja, Ziegel nehmen wir auch. Kann ich das Boot auch kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Wieso, Leute? Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl. Also das Spiel fühlt sich so ein bisschen an wie Zelda. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie fühlt es sich ein bisschen an wie Zelda. The injured will die without those flowers. Ja, ich bin schon am Suchen. Also hier wollte ich nochmal hin. What's this?
Was ist das? Ja, was ist denn das? Oh, Flasche mit... Eine leere Flasche hat er gefunden. Der Dorfpier. Linger in the water over long, and the brine may come for you. Many boats. Just as you'd expect for a fishing village. A fine spot to fish, no doubt. Aha. Ein feiner Platz zum Fischen. Und irgendwas hat er sich geschnappt. Und noch was geschnappt. Hallo? Einmal gehört er bei mir. Ja, bei Zelda konnte man zum Beispiel auch fischen. Und dann konnte man so Fische sammeln. Bin gespannt, ob man hier auch so eine Sammelquest hat mit verschiedenen Fischsorten und so weiter und so fort. Ja, das Ganze macht einen echt guten Eindruck. Aber wir haben die Zeit schon wieder erreicht. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt eine Pause. Ich speichere ab. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal werden wir uns die anderen Häuser in dieser Stadt angucken. Und vielleicht rausgehen. Wer weiß, wie lange das dauert. Ne? Also, wenn es lange dauert mit den ganzen Häusern, ja gut, dann werden wir uns halt Häuser angucken. Und wenn es halt schnell geht, dann werden wir Häuser angucken und rausgehen. Mal gucken. Ja, aber jetzt genug gequatscht. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.